Moin moin und herzlich willkommen am Sonntagnachmittag zu Hardcore Colonization. Wir stürzen uns weiter ins große Kolonisierungsgeschäft und ich sage erstmal Hallo an alle, die schon da sind. An Lavora, an den Schnorpel, mein Devil, den Mimir, den Karazid und den Neo. Und natürlich auch an alle, die sonst noch da sind, die ich jetzt vielleicht im Chat noch nicht gesehen habe. Und ja, was haben wir heute vor? Wir haben nukularen Strom freigeschaltet das letzte Mal. Das heißt, wir werden uns heute darum kümmern, mal eine Stromversorgung, die unabhängig von Solarenergie ist, auf unsere zukünftige Mondbasis zu schleppen oder Moonbasis. Und dabei trinken wir lecker Kaffee und hoffen mal, dass das klappt. Ja, ich habe das mit dem Follower-Ziel nochmal probiert. Mal gucken, wenn das wieder völlig durchdreht, werden wir es einfach wieder abschalten. Und ansonsten dann natürlich jetzt noch ein Hallo auch an den Cherofire und den Genox. So, und jetzt gucken wir als allererstes mal, würde ich sagen, machen wir mal Status Quo Rekapitulation auf unserer Moonbase. Also was schon da steht auf der neuen Moonbase. Da haben wir ja schon ein bisschen was gebaut. So, und zwar stehen dort schon... eigentlich zwei Sachen relativ nah nebeneinander. Ich frage mich gerade, das ist glaube ich abgestürzt, oder? So, lass mich mal gucken. Moonbase Bravo ist doch eigentlich das Neue und da müssten direkt nebeneinander zwei Module schon stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar einmal die Wohneinheit und einmal unsere Stromerzeugungseinheit. Das hoffe ich zumindest schwer für Sie. Genau, das sieht doch gut aus. Also, wir haben hier die Wohneinheit, mit der wir später mal arbeiten wollen. Da gibt es auch ein bisschen Material Kits drin, um den Kram hier schon mal auszufahren. Dann hier gibt es dann ein Agrikulturmodul tatsächlich auch schon. Das heißt, wir können ein bisschen was anbauen, wir können ein bisschen drin wohnen. Und hier ist momentan einfach eine riesige, ich gucke mal, ob ich einfach so umschalten kann. Ja, Debris. Ach stimmt, das ist momentan als Debris gewertet, weil wir es nicht connected haben in irgendeiner Form. Das, ich erinnere mich, war nicht so gut, weil wir keine Kontrolle haben, weil da ein Körbel drin sitzen muss, glaube ich. Aber hier ist quasi ein kleines Funkmodul. Wir haben, was ist hier nochmal dran? Da ist auch irgendwas zum Ausfahren. Ein Habitation Module auch nochmal und ein Auxiliary Control Modul. Und die Fläche hatten wir freigelassen, um es dann damit verbinden zu können, mit so einem Flexotube. Und jetzt wäre der nächste Schritt zu sagen, dass wir hier in die Nähe einen Reaktor packen. Und dort Strom erzeugen. Und wir haben ja jetzt diese Stromverbinder auch noch. Damit sollten wir dann eigentlich auch eine Stromversorgung in den Nächten hinbekommen. Also in den Moon-Nächten. Die sind ja so ein bisschen länger. Und dafür würde ich sagen, konzeptionieren wir uns jetzt mal eine Rakete. Aber nebenbei können wir mal noch gucken, wir haben ein paar Verträge wieder frei. Also, was noch läuft, ist das hier. Das ist eine Zeitfrage. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen, wegen dem komischen Teleskop, was ich aus Versehen, oder Dings, wie heißt das, wegen der Antenne, die ich ausgefahren habe. Und das ist tatsächlich eine von denen, die ich jetzt, glaube ich, mal absagen werde. Das hatte nicht so einfach geklappt, wie ich gedacht habe. Und das nervt nur ein bisschen. Und der Alexofans hat sich für ein Follow entschieden. Dankeschön und viel Spaß beim Zuschauen. Das Basecamp läuft auch so vor sich hin. Das hat noch ein paar Tage offen. Warum hat das jetzt abgewählt? 12 Tage, 40 Minuten und ein bisschen. Und Exploduna warten wir auf das erste Startfenster, was sich öffnet, dass wir da einen Satelliten losschicken können. So gesehen erstmal schon gut was ausgewählt und vorbereitet. Das sind also alles Sachen, die laufen. Und jetzt können wir mal gucken, was sich noch so anbietet. Base Population. Wir wollen ein paar Körbel zur Moon Base Bravo Wohneinheit bringen. Und zwar 4 Stück. Den in einem Tag läuft er ab, das Angebot, aber er hat keine Zeiteinheit dran. Das heißt, den können wir mal annehmen. Dann haben wir nämlich schon mal abgedeckt 142.000 von den Kosten. Ich gucke nochmal sicher nach, ob der jetzt wirklich keine Zeiteinschränkung hat. Und der Mr. Bubbles hat sich auch für ein Voll entschieden. Dankeschön, willkommen bei den Carbonauten. Und wir haben
Ja. Wir haben unbeschränkt Zeit, das zu tun. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann ist das schon mal ein bisschen. Ein bisschen kostentechnisch gepuffert. Eine Touristenmission wäre natürlich auch mal was. Theoretisch könnte man natürlich sagen, wir bringen mal Touristen in der Bravo-Einheit vorbei. Mal gucken. So. Das lasse ich aber noch offen. Der ist noch 78 Tage aktiv. Wir müssen jetzt erstmal bauen. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt mal in das Konzeptionieren von unserem Atomreaktor mit Stromverteiler und so, dass wir den schon mal runterfliegen können. Und gucken mal, was wir da für Möglichkeiten haben. So, vielleicht nehmen wir dafür einfach mal die. Nee, die waren nicht so toll, ne? Die Wohneinheit Bravo, mit der hatten wir ziemlich Probleme, die hinzufliegen, wenn ich mich recht entsinne. Oder war es der Strom? Ich guck mal kurz. Wie hatten wir die hier konzeptioniert? Das war einfach eine ganz klassische Rakete, okay. Haben wir das Ding als Subassembly mittlerweile? Moonbase Transport, was kommt da raus? Das war das nicht so gute Ding, alles klar. Dann würde ich doch mal sagen, ich speichere das hier mal als Zack, Subassembly. Moon Base Transporter 2.0. So. Dann haben wir das. Dann können wir das hier auch wieder ranklatschen. So, und dann können wir für die neue Rakete wahrscheinlich tatsächlich sauber anfangen. Schwupp. So, wir brauchen als allererstes mal irgendwas, um Kontrolle auszuüben. Da bietet sich dann. Was ist das denn? Laserbeam-Transmitter. Nicht schlecht. Wie lange streame ich heute? Ich streame im Regelfall 2 Stunden ungefähr beim regelmäßigen Stream. Und dann schauen wir mal. Aber das wird so ungefähr sein. So, ich denke mal, wir nehmen den guten alten Hexcore in irgendwas verpackt oder versenkt nachher. Und wir werden wahrscheinlich mal wieder einen Skycrane brauchen, um das Ganze abzusetzen. Tendenziell würde ich dann eher sagen, hier so. Aber das müssen wir uns gleich noch angucken, wenn wir damit fertig sind. So, so viel zum Thema Skycrane. Den packen wir dann wieder mit einem Coupler. Also wir nehmen wieder den ganz klassischen Docking-Port-Ansatz, um das Ding ranzubasteln. So. Jetzt können wir mal gucken. Strom. Ich nehme mal an, die sind bei Strom mit drin. Die Reaktoren, ja. Also wir haben jetzt Flüssigsalzreaktoren. Wir haben so einen Test. Nupsi. Wie groß ist der? Der ist sehr klein. Wir haben noch einen kleinen. Okay. Und oh ja, jetzt wird es langsam. Also sehr kleine Reaktoren bisher. Was haben die denn für einen Output? Der hier schafft 100 Strom pro Sekunde. Der schafft 30, der schafft 60, der schafft. Ach, du Heilige. Thermal Power. Okay, das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Ich vermute mal, dass wir die Wärmeenergie dann nochmal umwandeln müssen. Das ist ein bisschen komplexer. Dann würde ich doch sagen. Ist es der hier, oder? Mit dem wir am Ende des Tages arbeiten. Und vielleicht nehmen wir zwei davon mit. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Zwei Reaktoren. Dann haben wir 200 Strom pro Sekunde, die wir erstmal erzeugen können. Das sollte ja eigentlich erstmal relativ gut reichen, um Sachen daran zu packen. Mal gucken, das sieht jetzt natürlich ein bisschen doof aus. Aber es ist insgesamt halt nicht schwer, ne? Also das ist natürlich der Vorteil an der Sache. Gibt es denn dafür irgendwie Fuelbehälter oder sowas?
Ach, guck mal. That turns thermal power into electric power. Das ist also gar nicht so schwer. Wie groß ist... Der ist ein bisschen größer. Wiegt auch 6 Tonnen. Die Dinger hier wiegen 0,49 Tonnen. Was wiegt das hier? 14 Tonnen. Der ist, glaube ich, richtig groß. Okay, also ist jetzt die Frage, machen wir den Straight-Durchweg, also den ganz einfachen Reaktorweg, oder beschäftigen wir uns mit so flüssig, Salz, Hitze, Energie umwandelnden Stromgedöns? Ich würde tendenziell, glaube ich, erstmal mit einem einfachen Reaktor gehen. Wäre zumindest so meine grundlegende Überlegung zu der ganzen Geschichte. Weil es ein bisschen weniger fehleranfällig wäre. So. Gehen wir noch ein bisschen in die Breite mit dem Teil. Wie viel Strom kann das dann speichern? Ordentlich. So, wie viel wiegt das dann? Wo haben wir es? Masse 8 Tonnen jetzt. Ist ein bisschen, na, wo so hoch ist es gar nicht, ne? Ba, 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 ba. Beim kleinen Battery Pack. Ja, stimmt, ich habe eigentlich genug Puffer und tagsüber mache ich Dings, ne? Tagsüber mache ich Strom aus Solarenergie. Es ist ja eigentlich wirklich nur, um die Nacht zu puffern. So, jetzt müssen wir mal gucken, was das Ding an Cooling braucht. Das braucht Max Cooling 75 Kilowatt. Das heißt, wir müssen mal schauen, was wir da schon bieten können. Oh, man kann Wraparound Cooling machen. Das ist ja gar nicht schlecht. Ist, glaube ich, ein bisschen klein für unseres. Und der Kishigi. Kishigi. Ich hoffe, Kishigi ist richtig. Hat sich für einen Voller entschieden. Dankeschön. Willkommen bei den Kommonauten und viel Spaß mit unseren Reaktorexperimenten. Das Ding schafft 76 Kilowatt schon. Das geht ja besser als gedacht. Vielleicht können wir noch was Kleineres nehmen. Was schaffen die hier? Wie sich die Fenster alle überlappen. Fürchterlich. So. Fahrräder. Auch eine schöne Idee. Okay, die sind nicht so toll. Kilowatt, 1400. 21, was? Und die brauchen aber auch Strom, ne? Ist ja witzig. Aber dann würde ich doch tendenziell sagen, wenn die Dinger hier 76 Kilowatt machen, dann sind doch eigentlich zwei davon schon völlig überdimensioniert. Und damit für unseren Geschmack genau richtig. Und wir können das Ganze optisch noch so ein bisschen abschirmen. Was ich meine. Sekunde. Zack. Dann hätten wir nämlich den Reaktor noch ein bisschen in so eine Art Schutzwand eingebaut, dass der erstmal abgeschirmt ist von äußeren Einwirkungen. Und wir ihn dann betüdeln können. So, hier würde ich das Inventar auch noch nutzen, damit wir aus dem Colonization-Bereich, Construction, haben wir schon irgendwas in die Richtung? Haben wir schon diese Flex-Tubes hier? Nee, ne? Wir haben hier, glaube ich, noch gar keine Tubes großartig. Tube. Nee, noch nicht so wirklich. Okay, dann nehmen wir hier noch ein paar davon mit, damit wir erstmal generell irgendwie Verbindungen schaffen können. Und wir nehmen diese Power Distribution Unit, müsste es heißen, Power Coupler. Jawohl, davon nehmen wir welche mit. Ich hoffe, wir kriegen da ein paar rein, aber das sieht ganz... Doch nicht so viele. Dann nehmen wir die hier mal raus. Die nehmen ganz schön viel Platz weg. Wie groß sind die denn? Oh, sind schon Brocken, ne? Aber dann können wir die anbauen. Aber da bräuchten wir natürlich mal so mehr als eins. Und also das sind zwei dann, die kommen an andere Geräte ran. Und eins können wir ja eigentlich hier direkt anbauen. Denn wir wissen ja schon, was das Ding hier machen soll, nämlich Power Coupling. So. Und wir machen es einfach jetzt symmetrisch. Ha!
Jetzt kommt's, pass auf. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Was wiegen die Dinger? 0,05 Tonnen, die kann man also gut bewegen. Ich baue jetzt einfach hier 4 Stück an, die können wir nämlich später einfach abbauen. Ha, dann haben wir nämlich 6 Stück mit transportiert. Eins bleibt dran und 5 andere können wir machen, um Stromverbindungen herzustellen. Das wäre zumindest so der Plan. Und dann haben wir jetzt eine Last von bla ein bisschen. Wollen wir noch Material Kits mitnehmen? Man braucht die ja zum Aufblasen dieser ganzen Geschichten. Ich zeige euch das nochmal. Material Kits. Na, komm, jetzt bleib hier. So, damit wir das aufblasen können, unser Agrikulturmodul zum Beispiel, müssen wir hier 1000 Material Kits ausblasen. Dabei haben, um die aufzublasen. So. Die haben wir schon, aber das Ding hier braucht 9000, glaube ich, damit wir das inflaten können. Na, hat das? Der will das nicht. Jetzt hat das gelockt. So, 8000 brauche er. Und wir haben jetzt 4500 oben. 1000 brauchen wir für das andere Teil, um ein bisschen Agrikultur zu betreiben. Und jetzt wäre halt die Idee, das nächste. Ob wir das Modul hier nicht noch damit ausrüsten, also mit ein bisschen Storage ausrüsten. Logistik hier war, nee, ne? Dass wir ihm irgendwie so ein Ding drunter bauen. Und dann könnten wir hier nämlich gucken, wie das funktioniert. Und Sabutai hat ein Follow da gelassen. Willkommen bei den Kommonauten und viel Spaß beim Zugucken. Und Ginox, ich lese gerade. Keine Ahnung, warum du nicht abonnieren kannst. Da bin ich nicht so der Experte drin. Das tut mir leid. Also es tut mir wirklich leid, weil ich würde mich ja freuen, wenn du mich abonnierst. Aber ich weiß es nicht, warum es da nicht geht. So, und wir bräuchten dann hier. Ah, wo ist es? Material Kits, jawohl. Dann würde ich nämlich sagen, wir nehmen hier nochmal 4500 mit. Gewichtstechnisch ist nämlich das Modul hier eigentlich ganz okay. Und wenn wir jetzt mal gucken, auf dem Mond hat der Skycrane in der Konfiguration jetzt 1074 Delta V, das ändert sich ja nicht großartig zu umkurbeln, aber er hat 4,8 Thrust-Weight-Ratio. Das heißt, wir können damit eigentlich locker landen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, das wäre noch so, war noch so eine Lektion vom letzten Mal, dass man hier mal ein Reaction-Wheel mit reinbaut. So, und dann kommt da oben nämlich noch ein aerodynamisches Hütchen drauf, um auch unseren Probe-Core zu verstecken. Und dann haben wir mit dem Ding erstmal unsere Ruhe. Ne? So. Zack. Wie lange dauert es noch bis Duna? Bis wir den Satelliten losschicken können, sind es, glaube ich, 140 Tage zum Startfenster. Ich guck mal. 142 Tage. Also dann schicken wir den Satelliten los. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch, das war so meine Hoffnung zumindest, den Transporter unten drunter klicken. 8400 irgendwas Delta V, das reicht locker, um dahin zu kommen. Haben wir schon ein vernünftiges Fairing, um das noch dazwischen zu packen? Das sieht auch gut aus. Dann können wir doch hier auch mal ein Fairing reinbauen. Zack. 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 Und da fällt mir noch was anderes ein. Dann können wir uns aber eigentlich auch das Nosecover sparen. Und den hier ein bisschen tiefer legen. Nein! Ich will schon explizit. Achso, dann muss ich den wahrscheinlich höher legen. So. Gut, weil dann brauchen wir ja diese Ummantlung nicht. Das ganze Ding wird jetzt mal noch schön geautostruttet. Ich glaube, das Autopilot-Dings habe ich noch nicht, ne? Doch, habe ich sogar schon. Brauchen wir es? Ach, was weiß ich.
Die Frage ist ja gar nicht, ob wir es brauchen. Wir stecken es einfach drauf. Kostet ja nichts. Autostrutten. Zack. Und dann sollten wir hier eigentlich noch mal hier zumindest ein Autostrut dazwischen hauen. So. Dann müssten wir eigentlich das Gröbste haben. So. Eine Antenne muss noch oben auf den Aufbau rauf, dass wir, wenn wir dann unterwegs sind, auf jeden Fall auch Funk haben. Also wenn wir den Skycrane anlanden, da will ich auf jeden Fall eine Funkverbindung kriegen. So, das Ding an sich selber unten hat jetzt wiederum keine Kontrolle, ist aber auch nicht so wild, weil wir lassen es ja wir lassen es ja stehen, damit wir es später connecten können. Das heißt, wenn wir das jetzt auch drüben haben, lass mich mal überlegen, dann müssen wir uns was überlegen, womit wir Gypsum abbauen können. Und wir brauchen noch so ein Converter-Dings. Und dann ist eigentlich schon der Punkt, dass wir anfangen können, Kerbals in die neue Basis reinzustecken. So, jetzt gucke ich mal einmal, ob das hier alles... So sieht's doof aus. Wartet mal ganz kurz. Ganz kurz. Bisschen nach oben. So. Schwupp. So. Wir starten... Ich muss nur einmal gucken, ob das alles dann noch passt. Mit 1,39, 1,33, bla bla bla. Haben letzten Endes 8300 Delta V. Das sieht alles gut aus. Ja, der Skycrane schafft das locker vom Trustweight-Ratio her. Der hat 4 Komma auf dem Mond. Also man sollte den Mond nicht überschätzen. Wir haben letzten Endes ja hier in... Jetzt muss man nur noch mal gucken, wie die Abtrennungsstufen sind. Zack. Zack, das ist der Skycrane, oder? Jawohl. Das heißt, Stufe 0 ist unser Skycrane und der hat jetzt eine Trust Rate Ratio von 4,70. Alles gut. Der wird hoffentlich nicht pendeln. Also der hat viermal so viel Schub, wie er braucht. So. Gut. Eigentlich... Eigentlich stehen wir sauber. Habe ich was vergessen? Wir haben eine Funkverbindung, wir haben Strom... Solarpanels für den Transfer. Dann müssen wir den Reaktor noch nicht anmachen. Da würde ich mal so 2 Billo-Dinger mit anbauen. Dann können wir die nämlich während dem Transfer ausklappen und die Reaktoren noch auslassen. Die Lücke ist wegen dem Stack-Gedöns. Die könnte man jetzt auch korrigieren, aber ich habe das Fairing schon fertig gebaut. Das ist okay, glaube ich. Das sollte reichen. Okay. Gut, dann sollte es soweit in Ordnung sein. Das Ganze ist jetzt Moonbase Bravo Reaktor. So. Speichern wir einmal und dann noch ein letzter Blick durchs Staging durch. Also es kommen als erstes die Decoupler für die, dann kommen die Decoupler für die, dann kommt dieses Triebwerk, dann kommt dieses Triebwerk und wir können das Fairing aufmachen. Jo, das machen wir vielleicht irgendwie nochmal isoliert, das Fairing. Das Fairing ist hoffentlich auch noch... Nee, das ist noch nicht sauber eingestellt. Genau, 4 Clamshell um die 400. Sollte hoffentlich passen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für einen Reaktor ist es relativ preiswert. Hatte ich mir alles teurer vorgestellt. Das ist okay. Wenn es so bleibt, ist es okay. Gut, also schöner, gekühlter Reaktor. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den... so nah wie möglich, so schön wie möglich an die vorhandene Moonbase bringen. Und das machen wir, glaube ich, tagsüber den Start. Dann habt ihr nämlich auch ein bisschen mehr zu sehen. Das heißt, wir warpen einmal zum nächsten Morgen vor.
Bob. Bevor wir uns den Moonbase Bravo Reaktor aufs Launchpad stellen. So. Genau, also nochmal, um das aufzuklären. Also Follow ist quasi wie abonnieren bei YouTube, bei Twitch, und abonnieren ist abonnieren mit was dalassen, also quasi eine monatliche Spende. Genau. So. Zack. SRS ist an. Viele Lichter leuchten. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus vom Fairing her. Relativ schmal geworden. Ich hoffe, das trifft uns nachher nicht wieder irgendwo. Und wir starten die Rakete jetzt. Feuer frei. Wir sind unterwegs zum Mond, so wie sie es gehört. Oder zum Moon in dem Falle. Gestern waren wir beim Mond im Real Solar System. Sehr erfolgreich von den Missionen her. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe mal, dass wir das heute vom Erfolgsfaktor her, ja, das hat man abgelehnt, wiederholen können. So. Und wir haben Separation unserer Booster, die hoffentlich sich weit genug verteilen, um nicht auf unser Launchpad zu klatschen. So, ich nehme jetzt ein bisschen Schwung raus. Wir sind nämlich eigentlich ganz gut unterwegs. Und lass uns jetzt erstmal auf den erweiterten externen Flüssigboostern brennen, damit wir noch schön Fahrt aufnehmen erstmal in Vorbereitung auf den Gravity Turn. Wir fliegen jetzt gerade mit einer 115er Thrust Weight. Okay, da verschwinden noch ein bisschen zu viel an die Gravitation. Lass uns Gas geben, wir haben schon Höhe. Die Rakete liegt auch stabil. Also nutzen wir das, was wir kriegen können. So, ich gucke jetzt einfach mal, was er tut, wenn ich ihn in einen normalen Turn schicke. Der ist ein bisschen zu schnell, glaube ich. Der Turn an sich. Aber müssen wir mal gucken. So, gucken. Wir kriegen auf jeden Fall gut Geschwindigkeit drauf. Wir kriegen Höhe rauf. Wir haben jetzt Vertical Speed von knapp über 300 Metern pro Sekunde. Das sieht auch nicht schlecht aus. Höhe ist gut. Geschwindigkeit auch gut. Joa. Alles in allem ganz entspannt, glaube ich. So. Ich glaube, wir kommen richtig gut weg diesmal. Okay, ich nehme jetzt ein bisschen Schwung raus. Hoch genug mit der Apoapsis. Wir müssen nicht mehr auf Volllast brennen. Sehr gut. Sehr gut. Schöner Start schon mal. Jetzt kriegen wir ein bisschen Hitzeeffekte vorne an der, am Fairing, aber ich glaube, das wird sich gleich erledigen. Wir gehen jetzt nämlich gleich auf Separation. So, jetzt ist auch unsere Thrust-Weight-Ratio wieder so an der 1 dran, was für eine Stage auf der Höhe fast schon ein bisschen viel ist. Das heißt, ich trottel uns nochmal ein bisschen runter auch. Gut, sehr schön. Sehr schön. Gut, dann können wir aber eigentlich auch gleich mal uns einen Kopf drüber machen. Aber wir machen es draußen im Weltall. Das ist uns zu zeitig. Für die Fairing Separation. Wir sind auf jeden Fall schön unterwegs. Schön gleichmäßiger Aufstieg. Ja, wirklich bisher Bilderbuchstart. Das Einzige, was uns jetzt noch in die Suppe spucken kann, ist mal wieder der Fairing-Bug, dass er uns die Rakete durchsägt. Aber ich muss sagen, solange es so läuft, alles sehr stressfrei. Ich werde jetzt gleich wieder hochtrotteln, weil wir langsam aber sicher uns der Apoapsis nähern. Und der genervt ist jetzt auch ein Carbonaut. Willkommen bei den Raketenfans und den verrückten kleinen grünen Männchen. Und Dankeschön für dein Follow. Viel Spaß beim Zugucken. So, wir nähern uns der Sache. Und heute sieht's botnet-technisch besser aus, muss ich sagen. Ich habe mich da gestern nochmal zu schlau gemacht. Also ist alles gar nicht so wild. Der Twitch-Support cleant wohl in regelmäßigen Schüben solche Bots einfach wieder raus. Dann sind die weg. Und wenn es überhand nimmt, muss man einfach nur seinen eigenen Channel reporten, dass die da mal aufräumen und dann ist gut. Und da das gestern nur einmal war, ist ja erstmal jetzt, nehme ich das mal als ist passiert hin. Und werde da jetzt nichts weiter machen und warte einfach, bis die von alleine aufräumen. So, und sollte das nochmal schlimmer werden, dann sage ich dem Twitch-Support mal Bescheid. Also alles Chico, was das angeht.
Gut, wir sind kurz vor der APO. Ich lasse uns weiter erstmal langsam driften. Ich warte immer noch auf den Throttle ab, bis wir so auf ungefähr 10 Sekunden ran sind.